im Schwabenländle. Wo Stocherkerne durch den Neckar schwimmen. Wo Fachwerkhäuser Touristen anlocken. Wo Studenten lernen. Wo Dichter wirkten. Hier ist das Beschauliche. Tübingen. Hier lebt ein Hegel, Uhland, Schilling. Hier kotzte Goethe und hier starb Hölderlin. Luther selbst hat zwar nie hier gelebt, aber sein Lehrer, Johann von Staupitz, hat hier viele Jahre verbracht. In diesem Augustinerkloster. Schon damals gab es die berühmte Universität Tübingen. Doch seit dem 16. Jahrhundert hat sich einiges verändert. Zum Beispiel benutzten damals die Anhänger verschiedener Lehren sogar verschiedene Treppen, um in die Bursa zu kommen. Doch nicht nur Luthers Lehrer hat hier gelebt. Auch der spätere Mitreformator Philipp Melanchthon hat hier gewohnt. 1512 hat hier studiert, da war er gerade mal 15 Jahre alt und hat sich was in einer Druckerei dazu verdient. Als dann die größte Diskussion seiner Zeit ausbrach. Viele Gelehrte forderten, dass man alle jüdischen Schriften vernichtet. Philipp Melanchthon war dagegen. Bald wechselte er aber nach Wittenberg. Dort wurde er dann zum Gefährten Luthers. Die Reformation trug es also von Wittenberg nach Württemberg, sodass viele alte Klöster wie dieses hier schließen mussten. Man könnte also fast sagen, die Reformation frisst die Klöster der Lehre ihrer Kinder. Selbst dieses Augustinerkloster, in dem der Lehrer von Luther gelebt hat, wurde umgeändert in ein evangelisches Stift, in dem bis heute Theologiestudenten gefördert werden und leben. Oder wie der Tübinger Gelehrte Jakob Heerbrand es ausdrückte, der halben zeitlich hierher zu dieser Schule das fürstlich-theologische Stipendium auf 70 Personen. Welche Anzahl stetig sollte erhalten werden? Gestiftet, dies sollte sein, wie es dann in der Wahrheit ist, das Seminarium. Das ist der geistliche Baumsatz der Kirchen. Viele württembergische Gelehrte besuchten das Stift. Einer von ihnen versagte aber an seiner Bewerbung. Als er den Satz "Ich habe 12 Tiere daheim" ins Lateinische übersetzte, und zwar in "Ego habes domus duodecim animal". Später ist er noch ein Stipendium geschafft. Und als dann in Sachsen und anderswo die Lutheraner sich stritten und spalteten, schaffte es Jakob André mit seinen Predigten, die er hier veröffentlichte, die hiesigen Lutheraner zusammenzuhalten und 4 Jahre später die Lutheraner in ganz Deutschland zu einigen. Diese kleine Stadt im Schwabenland hatte großen Einfluss auf den Verlauf der Reformation.